Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten. Mein Name ist Julian und wie ihr seht, befinde ich mich hier wie immer auf Server 18 des deutschen Servers. Ich bin auf Stufe 188 ein Drittel, ja, kann man so sagen. Und ja, was gibt's Neues? Wir haben gestern Abend durch ein blödes Missverständnis gegen Seelenlicht verloren. Das lag daran, dass jemand aus unserer Gilde von den Offizieren geschrieben hat, wir machen keinen Gegenkrieg. Da, weil wir wieder in die normalen Zeiten reinrutschen wollten. Dann jedoch haben sich damit alle halt abgefunden. Aber dann hat unser Gildenleiter DW ja geschrieben, dass DW70 geschrieben, dass wir doch einen Gildenkrieg starten werden gegen die Seelenlichter. Wir haben ihn natürlich gestartet. Ungefähr 10 Leute haben sich, glaube ich, nicht angemeldet, weil sie halt gedacht haben, die müssen jetzt heute nicht mehr reinschauen, weil wir keinen Gildenkrieg mehr starten. Ja, und wie es passiert ist, haben wir halt 167 Ehre verloren und dadurch, ja, sind wir jetzt halt, so, da sind die Seelenlichter auf 380 Ehre wieder drangekommen, circa. Ja, wir haben sie direkt wieder angegriffen. Hier sind jetzt, ja, noch nicht angemeldet: 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20 und 21. Klatscht, klatscht dich, achso. 21 und. Oh, wo ist er, ey? Ja, egal. Ich habe extra noch gerade hier eben drüber geschrieben. ja, hier sind noch nicht angemeldet bei uns 2, 4, 6, 18, 12, 14, 15, oh, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 6, Alter. Ja, okay, das kommt, weil die meisten in der Schule sind. Ich wäre eigentlich auch noch in der Schule, aber. Wie gesagt, ich hatte eine Blinddarmentzündung, die wurde halt operiert, musste halt raus. Und ja, dann sehe ich gerade, wir können ein bisschen skillen. Das machen wir dann auch mal. Ja, ich habe jetzt schon ziemlich viel, oder ich bin jetzt schon ziemlich weit mit dem Skillen, finde ich. Ich habe hier natürlich grottenschlechte Epics, wenn ihr euch das mal anguckt. Das ist alles richtig grottig hier. Aber außer das jetzt hier vielleicht noch. Aber ich finde, es lohnt sich jetzt nicht. Okay, ich könnte meinetwegen hier so machen. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus, aber ja, großartig lohnen wird sich das jetzt auch noch nicht so. Epics werde ich eh erst wieder. Ja, ich brauche jetzt noch so 2, 3 Wochen, denke ich mal, für Stufe 200. Und da wird dann aber erst Gold-Event sein, weil ich denke mal, ab Samstag wird das Pilz-Event, also ich glaube, irgendwie dreimal mehr. Pilze können in den Quests gefunden werden. Das Event wird dann auftauchen, aber ja, in 5 Wochen ist halt erst, oder jetzt in 4, ja, wir können sagen, in 4 Wochen ist halt erst das Epic-Event, wo man dann wieder richtig zuschlagen kann. Und ich bin halt an diesem dummen Int-Gegner dran. Und ja, ich hatte ihn vielleicht schon ein paar Mal auf 600.000 down, aber hier, wenn ich voll Epic rein. Ja klar, das sieht jetzt hier 13 Punkte Differenz zwischen Geschick und Ausdauer, aber das wird noch nicht reichen. Ja, mache ich erstmal wieder hier. Vor allem die Waffe ist grottig, wenn ihr euch das mal anguckt, aber die werde ich erstmal auch noch behalten, weil umso mehr Epics, umso besser. Klar, die Spanne ist scheiße. Ich hoffe mal darauf, dass ich vielleicht noch. Oh. Ne, den hole ich mir nicht, meine Tränke laufen noch. Ich hoffe mal, dass ich. Vielleicht noch einen Epic oder so im Waffenladen, oder, also im Waffenladen wäre es natürlich besser, finden würde. Ein neueres, vielleicht hier Schuhe, vielleicht nicht schlecht. Aber naja, 3 Minuten noch. Dann gehen wir, so, ich befinde mich hier gerade auf Rang 10. Taiwan, der hat irgendwie ein paar Level gemacht. Ein paar sehr viele. Oh, jo. Lol. Jo, der hat. Fette 2 Dungeons mehr als ich und ist. LOL. Er hat 2 Dungeons mehr als ich und ist. 187,5. Und ich habe 2 Dungeons weniger als er und bin Stufe 188 ein Drittel. Ja, ich denke mal, das kommt dann von irgendeiner Levelbremse, dass er dann die Dungeons zu spät gemacht hat. Entschuldigung. Und. Ja. Wir können jetzt ja gleich mal hier, wenn die Quest vorbei ist, anfangen oder einmal einen Dungeon-Kampf probieren. Kampflöffel. Ah, okay.
Ja, hier, die Spanne von Rang 1 bis 15 ist immer noch circa bei 1,5K Ehre oder 1500 Ehre. Zipfel ist der höchste Spieler. Der Todesstern, der blickt sich hier gar nicht in den Top 10. Der blickt sich irgendwo, ja, Top 200 oder so. Aber der hat auch zwei Dungeons weniger. Hier, 196,5 und Zipfel 100. 98, also da wird der Todesstern ihn dann schon, denke ich mal, nicht locker überholen, aber er wird ihn überholen, weil Zipfel halt ja zu viele Dungeons hat, sage ich mal. Ich hätte an seiner Stelle lieber gewartet. Vielleicht hat er den 109. ja aber auch aus Zufall geschafft. Man weiß es nicht, oder es war geplant, ich weiß es nicht. Gibt es Post hier irgendwo? Castor? Ja. Ja, die Kundekriege sind immer richtig knapp. Ja, okay, der ging jetzt eigentlich. Und ja, Jigsaw, wollen wir denn Jigsaw eigentlich? Er sich gelöscht oder was? Nein, hat er nicht. Stufe 4, Rang 24. Ja, das ist unglaublich, wenn man sich jetzt mal hier Rang 100 anguckt. Okay, da sind die schon 173 oder jetzt eher jetzt hier in dem Fall. Aber die Spanne beträgt trotzdem nur 3500 Ehre auf Rang 1. Also das geht ziemlich schnell, würde ich sagen. Und ja, dann schauen wir mal kurz zu meinem YouTube-Kanal. Ups. Ja, was mich etwas verwirrt, habe ich jetzt 435 Abonnenten oder 426? Das kann ich jetzt nicht so gut sagen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, woran das liegen könnte. Ich weiß es nicht. Ja, fast 20.000 Aufrufe. Und ja gut, dann sind wir hier soweit durch auf Server 18. Wie gesagt, die Krieger kommen so langsam auch wieder hier. Egoist. Mit Egoist schreibe ich auch immer sehr nett. Aber hier, die befinden sich jetzt alle in der Dungeon-Pause. Hier, alle, die hier so sind. Ja, hier Dungeon Pause bis Stufe 200. Lol. Das mache ich mal. Habe ich gerade mal kopiert. Lol. Ha! Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Lol. Wenn ihr das eingibt, hier. Alles weg. Oh lol, wie nice ist das denn? Ja, da ist es schon wieder. Das ist ja stark. Ja, gut, und jetzt schauen wir dann nochmal in den Dungeon rein. Vielleicht machen wir ja hier drei Versuche oder so. Wie gesagt, mehr Leben habe ich, aber ich kriege ihn noch nicht hin. So. Ja gut, starten wir oder machen wir noch einen Kampf. Ehrenhalle gegen Don Carlos for the win. FTW. Gegen den verliere ich meistens immer. Oh, cool, gewonnen. Rang 9. Und ja, dann starten wir hier noch eine. Ich dachte gerade schon, eine neue Quest. Dann gehen wir rüber auf Server 19. Ja, nehme ich jetzt mal die, weil ich bekomme hier eigentlich schon 200.000er Quests. So. Und ja, jetzt sind wir bei Server 19 und. Keragon ist schon reingekommen, den habe ich eben eingeladen. Tavernenkampf ist auch vorbei. Machen wir noch. Oder scalen wir uns gerade mal an? Nee. Ah, wie mache ich das denn? Der läuft noch bis morgen, egal, den nehme ich raus. Der kommt rein. Ne, skill ich mal die Hälfte und den Rest spende ich. So, Gold 127. Ja, genau, schaut mal bei Woozah rein. Der macht auch Videos, der wird so gesch. Ah, wie wird er geschrieben? Ich gucke mal gerade. Ich glaube,
Was? So. Ja, genau. Also, seinen Link füge ich in die Videobeschreibung. Er hat jetzt ein hier richtig langes Video, 53,5 Minuten gedreht. Und ja, dann mache ich, probiere ich jetzt mal noch den Dungeon. Das ist der Voodoo-Meister als nächstes. Ich werde ihn nicht schaffen hier, der hat. Ne, ah, komm. Nee. Und dann starten wir noch einen Gildenkampf. Ah ne, erstmal noch einen Arena-Kampf machen wir gegen Gnark. Oh. Gnark, wie viel Leben hatte der? Ja, komm, vielleicht schaffe ich ihn ja mit. Oh, ne. Ja, meine Waffe ist total grottig. Obwohl. Nein. Egal. Greifen wir einfach mal hier eine Gilde an. Können wir ja mal ruhig weiter vorne gehen. Hier sind ja immer noch so kleinere Dark Moon. Oh ne, die riskiere ich jetzt nicht. Ja, 132er Bereich, irgendwie sowas. The Others. Oh ja, doch, hier kommen. So. Die müssten was schaffen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt 54% Lehrmeister und 50% Goldschatz. Bin ziemlich zufrieden damit. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt hier die übelst hohen Guten zu sein. Aber naja, es wird erstmal so reichen. Und ja, die Quest starte ich jetzt gerade noch. Die letzten 2,5 Alu für heute schon. Und ja, dann gehen wir jetzt noch schnell auf Server 8 US. Ich befinde mich ja fast auf Stufe 66. Mein Kumpel. Okay. Ja, überspringe ich hier gerade mal die Quests, damit ich schnell auf Stufe 66 komme. Gerade so geschafft. Nice. Und dann blättern wir mal ein bisschen im Zauberladen. Aber ich denke mal nicht, dass ich da jetzt auf die Schnelle was finden werde. 133 1334 976. Lol. Okay, das verkaufe ich. Das lohnt sich jetzt nicht einen Punkt besser. Wow, die ist übel, die Waffe. Wow, ho. 10 Pilze. Kein Ding. Die müssen wir uns wohl doch holen. Boah, die Schuhe, boah, die muss ich mir, glaube ich, auch holen. 131. Jo, klar, die hole ich mir. Lol. So, mal gucken jetzt hier. Alter, jetzt. Das ist ja echt nice. Klar, die Spanne hier ist ein bisschen niedriger, aber. Das ist egal. Mal gucken in der Gilde. Wir starten heute um 9 Uhr den ersten Raid. Also 9 Uhr Serverzeit. Und ja, dann greife ich jetzt hier mal ein bisschen den fiesen Monster-Hase. Lol. Noch was fürs Sammelalbum bekommen. Skill ich gerade mal noch ein bisschen. Und ja, ich habe jetzt noch eine Minute Zeit zum Aufnehmen. Dann probiere ich jetzt erstmal den fiesen Monsterhasen. Der müsste eigentlich drin sein. Wenn nicht, zeige ich ihn im nächsten Video her. Das war knapp. Ja, egal. Ich glaube, der wird nichts. Jetzt greife ich erstmal noch Tribune Maximus an. Vielleicht schaffe ich den ja. Oh, der hat so viel Leben. Jawohl, da war der Crit. Jawohl, lockere Sache. Und ja, dann werde ich ihn jetzt nochmal probieren hier gerade die letzten 10. LOL! Alter, dann nice. Ja, gut. Was für ein Ende. Hätte ich jetzt gerade nicht gedacht. Testen wir mal kurz noch den nächsten an. Ist das der Grabräuber? Nein, ist es nicht. Ist es der Sumpfkrieger? Ist auch nicht. Der Halsabschneider. Ja, der Halsabschneider ist es. Und dann verabschiede ich mich. Ciao.